Willkommen zurück zu einem neuen Update hier in SFS und es gibt einige neue Funktionen und vor allem eben auch Optimisierung von der Performance her. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, was es Neues gibt und danach habe ich etwas vorbereitet für die Performance quasi. Ich habe mir drei Sachen davon rausgesucht, habe es im alten Update quasi noch Videos darüber gemacht, also recht kurze Videos. Und dann werde ich das jetzt gleich nochmal machen und dann kann man die ganz gut vergleichen. Zuerst mal die generell neuen Funktionen. Space Center Hub, also im Grunde das Weltraumzentrum. Ich finde das ein bisschen merkwürdig, weil im Grunde war das ja schon im letzten Update da. Genauso mit der Achievement List, also das stand auch genauso beim letzten Update auf der Liste. Und der letzte Punkt auch, dreifache physische Zeitbeschleunigung. Also ich weiß nicht, warum das nochmal hier drauf steht, aber es ist halt so. Jedenfalls die zwei besonderen neuen Funktionen sind Time Warp Here Button, also zu einem bestimmten Punkt einfach den Zeitsprung quasi machen. Und Interior View Toggle. Also wenn man im Baumodus ist, kann man sich anschauen, wie die Rakete aussehen würde, wenn man sie laden lässt. Ja, und das schauen wir uns zuerst an. Nämlich hier natürlich in SFS und wir bauen einfach mal eine Rakete. Und ja, das ist Teil meiner Avalon B-Reihe. Da haben wir diese Rakete hier. Und ihr seht, das ist hier der gewöhnliche Baumodus quasi, die gewöhnliche Baumodus-Ansicht. Aber wir haben hier unten links einen Knopf und wenn wir drauf drücken, dann sieht das so aus, als hätte das Spiel quasi Rakete geladen. Die Nutzlastverkleidung sind geschlossen und eben auch die Separatoren, beziehungsweise jetzt heißen die Stege, warum auch immer. Und ich finde, das ist eigentlich ganz gut. Dann kann man sehen, wie das dann aussieht. Man kann überprüfen, ob nicht irgendwie, keine Ahnung, so ein Triebwerk so halb raushängt, was natürlich was natürlich ganz doof wäre. Und jetzt versuche ich es natürlich zu zeigen, aber es klappt nicht. Okay. Also, ich meine so. Ja, dann schauen halt immer noch Teile raus. Dann kann man es gleich überprüfen, ohne die Rakete vorher laden zu lassen. Also finde ich ein ganz cooles Feature. Ja, und dann haben wir noch eine weitere Sache und dafür klicken wir einfach auf Spiel fortsetzen. Da habe ich nämlich meine Mikroraumstation noch, also das ist eine Testwelt, das ist jetzt nicht Kolonie, aber ich habe das quasi einmal aufgebaut und dann habe ich es halt einfach in Orbit gebracht und dort gelassen und jetzt fliegt die da halt immer noch rum, voll betankt, auf einer Höhe von 50 Kilometern im Orbit und dann werden wir jetzt gleich mal das Time Warp hier Button ausprobieren. Und da haben wir die Rakete und da ja, ist die Mikroraumstation. Dann gehen wir mal zur Karte und wir sagen mal, wir gehen mal ein bisschen näher ran und sagen mal hier, Time Warp, hier. Und dann fokussiert das und dann lässt es einen einfach bis dorthin reisen quasi. Und ich finde, es ist ein ganz gutes Feature. Vor allem, wenn man so größere, längere Reisen vor sich hat, kann man einfach sagen, kurz vor der Apoapsis soll das mal bitte hingehen und dann soll das dort stehen bleiben. Ja, finde ich, ist ein ziemlich gutes Feature und irgendwie buggt das hier rum. Keine Ahnung. Ja, egal. Jedenfalls, das waren im Grunde die beiden generellen Features, die hinzugekommen sind. Und jetzt habe ich hier ein paar Videos vorbereitet, um euch zu zeigen, inwiefern die Performance sich verbessert hat. Die erste Sache, die ich ausgetestet habe, war der Baulag. Und ich muss sagen, ja, der hat sich ein bisschen verbessert. Ich meine, es ist jetzt nicht das Dreifache, was gesagt wurde, aber es ist auf jeden Fall sehr viel flüssiger geworden. Ihr seht, das hängt nicht mehr so stark hinterher wie vorher.
Dann haben wir quasi die Ladezeit von Raketen und ich habe einfach denselben Block genommen. Und auf der linken Seite bei der alten Version haben wir eine Ladezeit von 58 Sekunden und auf der rechten Seite hat es quasi nur 30 Sekunden gedauert. Das heißt, wir haben fast die Hälfte der Ladezeit, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Und auf der linken Seite musste man halt auch immer noch warten, bis es dann so ein Stück rausgezoomt hat. Dann quasi die Ladezeiten von Quicksaves. Und da hat sich nicht viel getan. Auf der linken Seite 40 Sekunden, auf der rechten Seite 37. Aber an sich, es ist eine Verbesserung. Also darüber meckere ich nicht. Und zu guter Letzt quasi Zerstörung und viele Raketenteile auf einmal. Ihr seht ganz viele Separatoren. Und auf der rechten Seite fallen die schneller runter, also es laggt definitiv weniger. Und ihr seht auch, die gehen auf der rechten Seite irgendwie mehr kaputt, was wahrscheinlich an dem geringeren Lag liegt. Zum Abschluss muss ich sagen, ich bin mit dem Performance Update ganz zufrieden. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, aber hey, man nimmt, was man kriegen kann. So ein Performance Update ist immer an sich ganz gut. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!